Außenministertreffen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in Brüssel. Es geht um das Thema Ukraine natürlich und das weitere Vorgehen bzw. die Art und Weise, wie umzugehen ist mit Russland. Annalena Baerbock, die Bundesaußenministerin, natürlich auch vor Ort und sie steht gerade vor den Mikrofonen. Schönen guten Morgen. Der brutale russische Angriffskrieg vor 2 Jahren hat Europa aus einem sicherheitspolitischen Tiefschlaf gerissen. Wir sind vor 2 Jahren in einer anderen Welt aufgewacht. In einer Welt, wo der russische Präsident mit brutalster Gewalt die Ukraine, ein souveränes, freies Land, zu einer russischen Provinz machen wollte. Das Gegenteil hat er erreicht. Die Ukraine steht nicht nur 2 Jahre später weiter für Freiheit, für Demokratie, sondern ist mehr denn je auf dem Weg in die Europäische Union. Wir haben das in den letzten 2 Jahren durch unterschiedliche sicherheitspolitische Maßnahmen untermauert, durch die klare Ansage, wir werden an der Seite der Ukraine stehen, solange sie uns braucht. Wir werden die Ukraine, ihre Freiheit, die Freiheit der Menschen in der Ukraine verteidigen, solange sie uns brauchen. Das haben wir mit unserem Sicherheitspaket jetzt noch einmal unterstrichen, mit unseren Sicherheitsvereinbarungen zwischen der Ukraine und der Bundesrepublik Deutschland, indem wir deutlich machen, dass unsere Unterstützung nicht nur mittlerweile die größte in der Europäischen Union ist mit Blick auf das Recht auf Selbstverteidigung, sondern unser Einstehen und Beistehen für die Ukraine, vor allen Dingen auch die wirtschaftliche Unterstützung betrifft, nicht nur mit Blick auf die Wiederaufbaukonferenz im Juni diesen Jahres in Berlin, sondern mit den vielen wirtschaftlichen Investitionen, die wir gerade in den letzten 2 Jahren auch von deutscher Seite gesehen haben. Zugleich die unglaubliche humanitäre Hilfe aus ganz Europa, von der ganzen Welt, womit die ganze Welt deutlich macht, die Mehrheit der Menschen auf dieser Welt ist nicht nur in einer Situation, wo es um die Frage geht, ob man auf Seiten des Angreifers oder des Opfers steht, klar positioniert, sondern dieser Krieg, der richtet sich gegen die Zivilgesellschaft in der Ukraine. Und deswegen stehen wir insbesondere auch den mutigen Frauen und Männern, den vielen, vielen Kindern bei, die seit 2 Jahren nicht normal zur Schule gehen können, die seit 2 Jahren aus ihrem Land vertrieben sind, die seit 2 Jahren tagtäglich mit der Angst aufwachen, ob sie morgen noch leben. Für uns ist daher ebenso zentral, dass wir die Sanktionspakete weiter und weiter auf den Weg bringen. Wir sind jetzt dabei, ein 13. Sanktionspaket zu verabschieden, insbesondere mit Blick auf die Frage von Drohnen. Wir sind hier auf den letzten Metern und werden das hoffentlich bald dann zu einer Vollendung bringen. Mit der Brutalität, mit der der russische Präsident gegen die Freiheit der Ukraine vorgeht, geht er auch gegen die Freiheit seines eigenen Landes vor. Das haben wir nicht nur in den letzten 2 Jahren auf brutalste Art und Weise gesehen, wo Demonstrationen aufgelöst wurden, alte Frauen brutalst verhaftet wurden, Kinder plötzlich aus Schulen verschwunden sind, weil sie das Wort Krieg in den Mund genommen haben, sondern das erleben die Menschen, die mutigen Oppositionellen, aber auch die ganz normalen, in Anführungszeichen, Menschen seit Jahren und erst recht in den letzten 2 Jahren. Diese Brutalität gegen die Freiheit in Russland, die musste jetzt Alexei Nawalny mit seinem Leben bezahlen. Wir stehen nicht nur in Gedanken bei seiner Familie, bei den vielen, vielen mutigen Menschen um Alexei Nawalny herum, die für die Freiheit in Russland eintreten, sondern wir werden heute auch mit Julia Nawalny hier vor Ort in Brüssel sprechen. Denn der Geist der Freiheit, der lässt sich niemals für immer zum Schweigen bringen. Daher ist für uns heute hier auch so wichtig, dass wir deutlich machen, Alexei Nawalny war einer der sichtbarsten Oppositionellen, der mutig für diese Freiheit einstand. Aber es sind viele, viele weitere, die wegen ihrem Eintreten für die Freiheit in Russland, für die Menschen in Russland, in Gefängnissen auf brutalste Art und Weise festgehalten werden. Auch bei ihnen sind wir am heutigen Tag, wenn wir heute hier vor Ort mit der Frau von Alexei Nawalny sprechen, und sind es auch in den weiteren Monaten. Zugleich beschäftigt uns natürlich hier nach wie vor die Lage im Nahen Osten. Wir sehen auch hier, dass wir alles dafür tun müssen, dass die Menschen, Kinder, Mütter, alte Menschen in Gaza besser
geschützt werden, dass Lebensmittel zu ihnen kommen und zugleich diejenigen, die als Geiseln gefangen halten werden, endlich aus dieser brutalen Hamas-Gewalt befreit werden. Deswegen ist eine humanitäre Feuerpause essentiell. Essentiell, um die über 100 Geiseln endlich frei zu bekommen, darunter nach wie vor deutsche Staatsangehörige. Essentiell, um das unglaubliche Leiden von den vielen, vielen Menschen in Gaza zu lindern, in denen endlich die humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommt, die es so dringend braucht. Auch dort werden wir weiter Druck machen. Druck auch hier mit einem Sanktionspaket gegen die Hamas. Wir haben das als deutsche Bundesregierung hier mit in Brüssel angestoßen, wollen auch das rasch möglich auf den Weg bringen und zugleich alles dafür tun, dass die Gewalt in der Region nicht weiter sich ausbreitet, gerade auch mit Blick auf das Westjordanland. Auch hier sehen wir, dass die Spannungen immer, immer stärker werden. Ich habe deswegen öfter deutlich gemacht, dass gerade das Vorgehen von extremistischen Siedlern nicht kommentarlos stehen bleiben darf, nicht kommentarlos von der israelischen Regierung, die dafür Verantwortung trägt, das strafrechtlich zu verfolgen, aber auch nicht kommentarlos von unserer Seite. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir auch hier an den Sanktionsmaßnahmen arbeiten, um extremistischen Siedlern deutlich zu machen, das ist ein klarer Rechtsbruch. Und wir als Europäische Union werden den nicht unkommentiert stehen lassen. Frau Ministerin, wie gefährlich ist der Militäreinsatz im Roten Meer, der heute gestartet werden soll für die deutschen Soldatinnen und Soldaten? Was ist Ihre Botschaft an diejenigen, die da wahrscheinlich in den nächsten Tagen ins Rote Meer aufbrechen werden? Und eine zweite Frage ganz kurz. Aus Ihrer Sicht, sollte es eine Reaktion der EU auf den Tod Nawalnys geben? Können das Sanktionen sein? Was ist da vorstellbar? Wir haben gesehen, dass mit Blick auf die Angriffe der Husis auf die zivile Seefahrt die ganze Weltwirtschaft getroffen wird. Es sind nicht nur europäische Schiffe, die dort im Roten Meer immer wieder von Husi-Raketen gefährdet werden, sondern es betrifft die ganze internationale Schifffahrt. Schiffe aus Asien, Schiffe aus Afrika und es betrifft insbesondere auch die Golfstaaten, weil ihre Häfen nicht mehr angefahren werden können. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir als Europäische Union einen Beitrag zum Schutz der zivilen Schifffahrt im Roten Meer leisten, mit der Aspides-Mission, die wir auch heute hier final beschließen. Es war mir wichtig, dass wir diese Mission auf den Weg bringen, weil sie einen Schutz unserer eigenen Seefahrt bedeutet, aber vor allen Dingen deutlich macht, dass wir als internationale Gemeinschaft bei Angriffen, Terrorangriffen auf die Freiheit der Seewege gemeinsam zusammenstehen. Deswegen ist diese Mission wichtig. Wie bei jeder Schutzmission ist es eine Militärmission, weswegen wir die auch mandatieren. Das heißt, natürlich ist es so, dass man sich das wohl überlegt, aber sie ist zum Schutz der internationalen Schifffahrt und deswegen ein wichtiger Beitrag. Und es ist gut, dass wir auch mit einem deutschen Schiff, der Fregatte Hessen, daran beteiligt sind und diese dann in den nächsten Tagen mit auslaufen wird in der Aspides-EU-Mission. Mit Blick auf die zweite Frage, danke für die Frage, weil, wie ich gerade deutlich gemacht habe, ist der russische brutale Angriffskrieg gegen die Ukraine eben nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine, sondern gegen die Freiheit an sich, gegen die Freiheit auf der Welt, gegen die Freiheit in Europa, aber auch gegen die Freiheit in Russland. Und das haben wir nicht nur vor dem 24. Februar, vor 2 Jahren, ja bereits in Russland gesehen, mit welcher brutalen Gewalt der russische Präsident seine eigenen Staatsbürger unterdrückt, die für Freiheit auf die Straße gehen, die für die Freiheit bei Wahlen antreten wollen, die für die Freiheit in Zeitungen oder Newsportalen schreiben wollen. Daher haben wir als Europäische Union in den letzten 2 Jahren auch unter dem Menschenrechtssanktionssystem bereits Sanktionen auf den Weg gebracht bei massiver Verletzung der Menschenrechte in Russland durch den russischen Präsidenten, auch mit Blick auf die willkürlichen Inhaftierungen, die es bereits gegeben hat. Und im Lichte dieses Sanktionssystems wird auch der Tod von Alexei Nawalny uns natürlich nicht nur weiter beschäftigen, sondern werden wir entsprechend weitere Sanktionsmaßnahmen dann entsprechend auf den Weg bringen. Soweit die Bundesaußenministerin, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die noch einmal umrissen hat, worum es gehen wird heute in Brüssel beim Außenministertreffen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen,
dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.